Wir stehen hier vor der Jakubikirche, wo gleich ein Friedensgebet stattfinden wird für die Ukraine. Und wir alle sind in Gedanken in der Ukraine, bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, die in Frieden leben möchten, die ihr Land weiterentwickeln möchten und die feststellen müssen, dass sie von Russland überfallen werden. Wichtig ist für mich, wichtig ist für uns, es sind nicht die Russen, die die Ukraine überfallen, sondern es ist der russische Präsident und eine Clique um ihn herum, die es nicht ertragen können, dass die Ukraine sich demokratisch entwickelt, sondern die meinen, ihre Unfreiheit auch diesem Land aufzwingen zu müssen. Insofern sind unsere Gedanken in der Ukraine, sind unsere Gedanken bei der ukrainischen Bevölkerung. Und was, glaube ich, für uns auch eine entsprechende Nachricht ist, dass wir den Frieden sichern müssen und dass wir in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten überlegen müssen, wie wir diesen Frieden auch durch eine militärische Kraft absichern können. Aber zunächst mal sind unsere Gedanken in der Ukraine.